Hallo, liebe Klemmbausteinfreunde, willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. Heute wird es bunt, kleinteilig und vielleicht auch etwas länger, das Video. Heute geht es ganz im Thema von Kiddycraft los. Das ist der Flyer. Das Paket steht hinter mir und das schauen wir uns jetzt an. Viel Spaß mit dem Video! So, hallo liebe Klemmbausteinfreunde, die Begrüßung mache ich gleich, die habt ihr jetzt schon gesehen. Weshalb jetzt diese Ansicht? Aus einem ganz bestimmten Grund, denn wir killen jetzt quasi die Packungen. Hier ist das Riesenpaket, was ich von Thorsten und Tina bekommen habe. Jetzt ist da auch nur noch das drin, was ich bestellt habe. Denn ich hole mal Sachen raus, die ich doppelt bekommen hatte. Da gab es nämlich dann einen kleinen Fehler. Da waren ein paar Leute am Helfen, die nicht so wirklich gepackt haben. Die mittlerweile nicht mehr helfen, weil da ist einiges schiefgelaufen. Das Set hier hatte ich doppelt. Das Set hatte ich doppelt. Und das Set hatte ich doppelt. Das alles war doppelt in dem Karton drin und hatte da natürlich nichts zu suchen. Und ja, dementsprechend, die habe ich jetzt nur noch einmal, weil die anderen habe ich heute Tina und Thorsten zurückgebracht. Da waren die auch sehr dankbar. Wir haben dann ja noch den Krankenwagen, wir haben dann noch den Ponyhof, wir haben dann noch den Bauernhofstall. Und wir haben dann noch den Anbau mit den Pferdeboxen. Die Currywurstbude natürlich einmal in Normal mit Uschi und einmal mit Thomas und Thorsten. Und dann haben wir jede Menge Kettlepacks, beziehungsweise wir haben noch die Figuren. Und genau das ist der Grund, warum ich jetzt diese Ansicht habe. Denn es geht uns heute nur um die Figuren. Ich werde jetzt alle Pakete öffnen gleich und nur die Figuren rausholen. Weil die Figuren bleiben bei mir nicht mit den Sets zusammenstehen. Könnte ich zwar machen, aber dann müsste ich die Sets eigentlich alle nochmal kaufen. Nur der Figuren wegen. Weiß ich nicht, ob ich das mache. Weil die Figuren, habe ich auch schon was vorbereitet, was hier schon lange auf den Einsatz wartet, kommen in dieses hübsche Minifiguren-Vitrinchen. Davon habe ich zwei Stück. Wahrscheinlich werde ich nur eine erstmal brauchen, aber es kommt ja bald die nächste Welle. Und in diese hübschen LED-Vitrinen mit Klemmbausteinboden kommen die Figuren hinein. Und um das dreht sich quasi das heutige Video, nämlich nur um die Figuren. Die Sets selber bauen wir in einem nächsten Video. Und die kommen dann, wie im letzten Video angekündigt, in das Regal hinter mir am Bautisch. Hier haben wir nämlich dann die Figuren-Packs. Einmal die vier. Und dann haben wir natürlich noch den Mr. Kiddycraft, den Thorsten und den Johnny und die Geburtshelferin. Und jetzt kommen dann noch die. Moment, jetzt müssen wir mal gucken. Der Hasenstall, der war noch in meiner Bestellung. Ja. Und was jetzt kommt, ist im Prinzip ein Dankeschön dafür gewesen, dass ich auf der Messe geholfen habe, weil ich bin da nicht ganz leer ausgegangen. Kleines Dankeschön habe ich bekommen. Finde ich auch nett. Und zwar die anderen Kettlepacks. Den Pony, die Reitplatz, ne? Also Pferde mit Dressierreitplatz heißt es, glaube ich, ne? Dem Reitplatz, okay. Dann die Kühe auf der Weide, die Hühner mit dem Misthaufen und die Schweine im Freiland. Und dann habe ich gratis nochmal die Geburtshelferin bekommen und zweimal den Mr. Kiddycraft nochmal dabei. Einen davon, eigentlich waren es vier. Einen habe ich ja schon auf den Tisch gelegt jetzt gerade. Einen hat meine Mutter bekommen und die anderen beiden habe ich noch hier. Wie gesagt, heute geht es uns um die Figuren. Und jetzt werde ich hier die ganzen Sets nacheinander auspacken und die Figuren raussuchen und dann sehen wir uns kurz wieder. Ja, da haben wir jetzt alle Figuren hier drin. Außer die, die jetzt Figuren-Packs sind, die habe ich noch nicht ausgepackt, das machen wir gemeinsam. Und welches wir natürlich auch gemeinsam auspacken, ist das Highlight der ersten Welle. Das habe ich auch noch nicht ausgepackt. Das ist die Currywurstbude, die limitierte Edition. Ich habe übrigens die 901. Und ja, die packen wir auch gemeinsam aus.
Ansonsten, was ich gut finde, für mich ist es gut, für den einen oder anderen Händler könnte es vielleicht nicht so gut sein. Die sollten ihre Kaufhausdetektive auf jeden Fall mit scharfen Augen ausstatten, weil die Figuren sind jede für sich in den Sets drin, die kann man einfach so rausnehmen. Und das kann natürlich dazu führen, dass die mal schnell entwendet werden, weil man kriegt die Packung ja sehr leicht auf, ohne sie zu beschädigen und ohne zu bemerken, dass die dann überhaupt geöffnet wurde. Kann ein Thema sein. Vielleicht sollte man da dann doch ein stärkeres Siegel dran machen, weil die jetzigen Kleber, die gehen sehr leicht auf. Teilweise waren sie sogar auf, ich brauche das nur aufschieben. Ja. Ansonsten für mich von Vorteil, weil ich konnte sie jetzt leicht entnehmen und die Sets für sich belassen. Damit gehen wir jetzt an den Bautisch und dann geht's weiter. So, jetzt sind wir am Bautisch und ja, ich habe leider nicht drüber nachgedacht. Entschuldigt bitte, falls es Nebengeräusche gibt. Ich habe zu diesem Zeitpunkt meine Spülmaschine am Laufen und gerade als ich die Aufnahme am Tisch gemacht habe, stand die Kamera natürlich direkt davor. Deswegen gehe ich mal stark davon aus, dass die zu hören sein wird. Ich hoffe nicht zu schlimm. Ich habe es mir noch nicht angehört. So, wir haben jetzt einmal die Kleber hier entfernt. Das sind diese beiden. Jetzt kann man das Ganze hier nach oben oder nach unten schieben und dann wegziehen. Vorführeffekt. Der hier sitzt verdammt stramm. Die anderen waren etwas loser. Oha. Mal eben wegziehen. Ja, das ging jetzt nicht ganz so leicht. Also hier, das sitzt ein bisschen strammer als die anderen. Keine Ahnung warum, aber das sitzt ein bisschen strammer. Das geht jetzt mal nicht vor der Kamera. Da muss ich mal gerade... Boah. Ich will das ja auch nicht kaputt machen. In keinster Weise. Versuchen wir es mal in die andere Richtung. Vielleicht geht das da einfacher. Was ein Vorführeffekt. Ah, hier geht es ein bisschen weiter schon mal. Boah, das sitzt echt stramm. Ha, hat's verloren. Das sitzt echt stramm. Das hätte ich jetzt so nicht gedacht. Übrigens, kleiner Funfact, die haben seitlich hier auch nochmal so einen Kleber. Und der ist bei vielen Teilen ein bisschen unscharf, vor allem je kleiner die werden. Das hat damit zu tun, dass man die Qualität des Bildes nicht in diese kleinen Bilder projizieren kann in guter, scharfer Qualität. Die werden dann alle ein bisschen unscharf. Aber... um die Kosten dann nicht zu weit in die Höhe zu treiben, hat man es dann so gelassen, statt da jetzt stärkere Bilder zu nehmen, die schärfer sind. Ja, gut. Schauen wir mal. Hier haben wir jetzt die Currywurstbude. Auch die wird es in einem separaten Video natürlich geben. Aber wir schauen schon mal rein. Hier haben wir die limitierte Fliese. Achso, da seid ihr. Hier haben wir die limitierte Fliese. Und... wir entnehmen die beiden Figuren und das Ganze sehen wir dann in einem weiteren Video wieder. Übrigens hier schön mit Johnny's World und Held der Steine. Natürlich mit Kiddycraft Logo und was auch sein muss, das habe ich glaube ich auch in einem meiner Videos auf der Messe schon erklärt, das Kiddies Logo wird auch immer mit abgedruckt, weil Kiddies ist eine eigene Marke. Die Kiddies sind eine eigene Marke, die in den Kiddycraft Sets enthalten sind. Und deswegen, wenn andere die Lizenz kaufen, um diese Figuren in ihren Sets zu präsentieren, müssen die zwingend auch draufstehen haben, dass es Kiddies Figuren enthält. Weil die Figuren heißen Kiddies. Da geht auch kein Weg dran vorbei. Das sind Kiddies. Jo. Das war die Currywurstbude. Wie gesagt, die kommt ein andermal. Jetzt haben wir nur noch ein Karton. Das ist hier das Mix-It-Set. Das hat nur einen Kleber? Jo, das hat nur einen Kleber. Und das geht auch so schwer. Nee, doch nicht. Ja, ein bisschen. Und die anderen gehen wesentlich leichter, muss ich sagen. Und das enthält natürlich nur Figuren und Accessoires. Und ja. Ich werde die jetzt nicht vor der Kamera alle aufbauen. Das machen wir jetzt nur gleich einmal mit Thorsten und mit Thomas. Alle anderen bauen wir
baue ich gleich im Livestream, wenn ich bei WSE moderiere. Das ist nämlich auch heute der Fall. Dann baue ich die nebenbei auf, wenn ich dazu kommen sollte. Und ihr seht die dann gleich fertig aufgebaut. Aber wir gucken uns natürlich alle einmal vorher an. Hier haben wir die Figuren-Sets. Da fange ich natürlich mit dem Rockstar-Set an. Das Rock Festival Kiddies Pack. Wir haben überall ganz einfache Kiddies-Anleitungen. Die ist Standard. Die hat auch hier kein Gehirnstein. Entschuldigung, Schluck auf. Kein Gehirnstein, sondern dunkelgrauen. Aber der ist natürlich immer in Hirnfarbe. Sollte auch hier drin sein. Achso, ist wahrscheinlich hier. Ah, hier sind sie. Da sind die Gehirne. Genau. Aber auf den Anleitungen sind die immer in Unifarben dargestellt. Alles in Grau bzw. Hautfarben. Und ja, so schauen die Anleitungen für die Figuren halt aus. Da haben wir die Rockstars und die Accessoires dazu. Packen wir mal wieder zurück. Dann haben wir hier die Bauarbeiter und auch dazu gibt es Accessoires, wie hier zum Beispiel auch Sandsäcke oder Zementsäcke, je nachdem. Und da wird es ja bald noch mehr Minifiguren-Serien geben, da freue ich mich schon drauf. Überhaupt, was noch so alles kommt, freue ich mich drauf. Es wird ja so einiges kommen. Hier haben wir die Stadtmenschen, City 2 heißt das, auch wieder mit Accessoires. Da ist übrigens auch die Figur von Enercon oder Enercity, genau, von Enercity drauf und ein Postmensch oder eine Postfrau, ein Schulmädchen. Ja, sind schon schöne Figuren, also ich finde die richtig nice. Schon auf den Bildern fand ich die super und als ich die in Natura gesehen habe, habe das nochmal eine Schippe oben drauf gelegt. Die sind noch schöner auch in Natura als auf den Bildern. Und dann haben wir hier das City 1. Da haben wir dann den Schornsteinfeger, eine Lady in leicht bekleidet oder leichter bekleidet, einen Mann im Anzug, eine ältere Dame und einen älteren Herrn. Und auch natürlich hier wieder Accessoires dabei. Und zu guter Letzt, achso, genau, die hatten wir jetzt. Und dann haben wir hier jetzt natürlich alle die in den Sets drin waren. Ne? Der hier war in dem kleinen grauen Traktor, die ist in der Pferdebox-Erweiterung. Hier haben wir, jetzt muss ich mal gerade überlegen, das ist das Tiny House. Hier haben wir den, ich glaube, das war der Pferdestall. Das müsste der Pferdestall sein. Dann haben wir hier, oh Moment, Rock'n'Roll. Ach so, genau, das war der Krankenwagen. Ist gar nicht so einfach. Hier haben wir Uschis Wurstbude. Das hier ist der Bauernhofstall. Und zu guter Letzt, was haben wir übersehen? Warte mal, das hier mit drei Figuren ist der Pferdestall. Genau. Ja, damit haben wir die alle komplett. Natürlich den Mr. Kiddycraft und die Geburtshelferin. Und heute bauen wir den Thorsten und den Thomas. Damit schließen wir das Video dann auch ab, dass wir diese beiden hier aufgebaut haben. Und ihr seht dann gleich noch zum Schluss, wie die alle in der Vitrine dann eingeordnet sind mit ihren Accessoires. Dann sehen wir uns noch mal kurz wieder. Jetzt geht's einmal kurz in den Speedbild.
So, jetzt haben wir hier Thorsten und Thomas fertig. Thorsten habe ich natürlich jetzt klassisch die Arme mit seinen Tattoos gegeben, so wie sich's gehört. Hat er quasi Tanktop. Sieht echt cool aus. Thomas mit seinem Glitzerpulli. Und es kommt in der Kamera leider nicht so rüber, aber der glitzert tatsächlich. Da sind Glitzerflakes in dem ABS-Kunststoff eingearbeitet, in den Pellets. Das ist richtig cool. Also das Kunststoffgranulat hat Glitzerflakes. Extra eine Farbe von LG für Thomas, für Kiddycraft. Richtig klasse. Und eine Sache noch, die vielleicht manche auch schon auf der Messe gefragt haben und die ich hier auch nochmal sagen möchte. Auf der Anleitung steht, was man zuerst machen soll, nämlich Beine zuletzt montieren. Und viele wundern sich, dass die dann schon dran sind, wenn sie die auspacken. Die sind immer dann schon dran, wenn die bedruckt sind. Weil es einfacher ist, die so zu bedrucken als separat. Deswegen wird die dann schon zusammengesetzt und dann bedruckt. Wenn die nicht bedruckt sind, dann muss man die selber zusammensetzen, so wie es hier steht. Und dann ist wichtig, dass man die Beine zuletzt montiert. Ja, und man kann hier aber auch ganz einfach das Ärmchen wechseln. Ne, Ärmchen wechsel dich. Jetzt muss ich natürlich gucken, dass ich den richtigen nehme. Und kann ihm hier jetzt seinen Pullover draus machen. Also das geht ganz einfach, vor allem, weil die Arme da beide bei sind und nochmal zusätzliche Hände und zwei Ersatzhände nochmal. Also richtig schick, richtig schick. Also das macht richtig Spaß und die Figuren sehen einfach klasse aus. Das macht schon ordentlich was her. Ja, und das hier ist seine Denkfalte, sagt er selber immer. Deswegen kann man das, also das hier, ne, das kann man dann drüber hinwegsehen. Es geht halt anders nicht. Es ist so nur umsetzbar gewesen jetzt so. Und ja, ich finde es aber trotzdem cool. Ich finde es richtig cool. Und solche Figuren hat sonst halt keiner. Und wenn jetzt noch Pantasi auf den Zug aufspringt und noch manch anderer, das wäre echt klasse, wenn es Kiddies Figuren demnächst in allen möglichen anderen Sets gäbe. Dann wird meine Sammlung aber, glaube ich, platt. Ja, da war meine SD-Karte voll. Jetzt muss ich den internen Speicher belegen. Deswegen war die A-Aufnahme beendet. Ja, also wenn ich jetzt alle wirklich sammeln würde, was ich versuche, tatsächlich, aber dann wird meine Sammlung, glaube ich, platzen. Aber ich versuche es, ich will die vollständig behalten. Egal, wo die herkommen, Kiddies müssen gesammelt werden. Da werden noch so einige Minifiguren-Vitrinen von kommen und gefüllt werden, gehe ich von aus. Aber das muss sein. Ich finde die einfach klasse. Und wie gesagt, das war es jetzt von mir. Ich verabschiede mich jetzt schon mal, denke ich. Oder wir sehen uns nachher. Obwohl, nein, ich verabschiede mich noch nicht. Ich kann mich verabschieden, wenn ich nachher die Vitrine gezeigt habe. Ihr seht jetzt einmal gleich alle Figuren gemeinsam, aber für mich wird das vielleicht am nächsten Tag sein. Deswegen, ja, für euch geht es jetzt hier weiter. So, übrigens noch ein ganz kleiner Nachtrag, warum die Beine zuletzt montiert werden sollen. Das hat einen ganz einfachen Grund, denn wenn man das jetzt hier auseinander nimmt, dann ist Folgendes. Die Hose, die mir jetzt abhaut, kann nur in eine Richtung montiert werden. Die passt nur so rum hier drauf. Wenn ich die jetzt andersrum draufsetzen will, passt die nicht. Funktioniert nicht, weil die hat hier Einkerbungen. Und somit passt die nur in eine Richtung. Man muss halt hier gucken, in welche Richtung die Kerbe ist. Und dann hat man automatisch, jetzt mache ich die Hosenbeine mal ab, damit ich euch das zeigen kann, weil die kann man natürlich falsch rum draufsetzen. Aber so, wenn man weiß, wie die Hose dann dran muss, so, weiß man dann natürlich auch, wie rum die Hosenbeine sein müssen. Das macht das wesentlich einfacher, die dann dran zu setzen. Weil, wie gesagt, ich hätte die jetzt hier auch falsch rum dran setzen können. Weil die Beine kann man natürlich falsch rum dran machen. Nur den Hosenbund nicht. Das ist der Grund, warum man die zum Schluss machen soll. Es sei denn, man kann sich merken, dass beispielsweise die Kerbe ist vorne, genau. Das heißt, die Füße müssen Richtung Kerbe zeigen. So kann man sich's auch merken. Aber ansonsten ist es besser, man montiert die Beine zum Schluss. Und auch eine wichtige Sache, die gerade bei den Unifarbenen, bei den Bedruckten ist es ja nicht problematisch, da sieht man ja, was vorne und was hinten ist, aber bei den Unifarbenen, die Figur hat hinten so ein leichtes Hohlkreuz.
Das ist nicht vorne. Vorne ist glatt. Die Brust vorne ist glatt. Das Hohlkreuz ist hinten. Das erwähne ich deshalb, weil ich vorhin bei dem Mixed-Set alle Figuren verkehrt herum gemacht habe. War ganz toll. Durfte ich alle nochmal auseinandernehmen. Ja, aus Fehlern lernt man. Aber deswegen erkläre ich euch das gleich einmal vorweg, dann passiert euch das nicht auch noch. Hinten ist ein leichtes Hohlkreuz, vorne die Brust ist glatt. Und dann kann man auch nichts falsch machen. Ja, das war nochmal ein kurzer Nachtrag dazu. Und jetzt geht's weiter. Ich melde mich nochmal kurz zurück, nachdem ich hier das Mixed-Set gebaut habe. Ich habe die jetzt alle genau so gebaut, wie sie hier drauf abgebildet sind. Man hat aber viele, viele weitere Facetten. Hier sind einmal die Figuren. Okay, Thomas und Thorsten gehen einmal zur Seite. Die sind da ja nicht mit bei. Wobei, Thorsten ist ja im Prinzip dabei. Er sagte, das ist seine Zukunftsfigur, weil die hat keine Haare mehr. Ja, das sind so jetzt die Figuren, wie sie jetzt hierbei sind. Und die sind natürlich alle komplett variabel. Wir haben hier noch ein weiteres Haarteil. Wir haben hier noch zwei weitere Kopfbedeckung. Mein Gott, ich kam nicht drauf. Einmal eine Kappe und einmal einen Helm. Und wir haben jede Menge Accessoires. Eine Flasche, einen Besen, ein Schwert, eine Pfanne, eine Gitarre, eine Mistgabel, einen Revolver. Nein, eine Pistole ist kein Revolver. Ein Rucksack, ein Schild, ein Bogen, eine Ritterrüstung, eine Schutzweste. Weiß ich jetzt nicht, wie man das benennt. Diese Schulter... so ein Schulterdingens ist das halt, ne? Kann ich jetzt nicht genau sagen. Dann hier ein Köcher mit Pfeilen drin. Und eine Handtasche. Ganz viele Accessoires, mit denen man beliebig die Figuren ausstatten kann. Und eine Sache, die ich aber noch erwähnen wollte. Wer so ein, ich sag mal, sehr, sehr, sehr extremer Monk ist wie ich, dem fällt sowas sofort auf. Man könnte denken, die Hände sind alle gleich. Aber nein, es gibt eine rechte und eine linke Hand. Denn hier seht ihr, wie makellos die Hände oben drauf sind. Wenn ich die jetzt aber beide umdrehe. Einmal und... geht mit einer Hand ein bisschen schwierig. Dann sieht man jetzt Angusspunkte. Klein, aber sie sind da. In den Fingern. Beziehungsweise im Daumen und Finger. Auf beiden Seiten. Deswegen, wir haben rechte und linke Hand. Wer genau drauf achtet, so wie ich, dem fällt das auf. Deswegen habe ich auch genau darauf geachtet, dass jeder seine rechte Hand an die rechte Seite und seine linke Hand an die linke Seite bekommt. Und wir haben hier eine Handersatz bei gehabt. Das ist das einzige Ersatzteil, abgesehen von den Accessoires, die es zum Tausch dabei gibt, ist das einzige Ersatzteil. Und das ist eine linke Hand. Also die linke Hand gibt es als Ersatzteil dazu. Ja. Gut. Wir machen weiter. Wir sehen uns zum Schluss.
da haben wir die ganzen Figuren einmal zusammengehörig in der Vitrine stehen. Wie gesagt, die ist noch nicht wirklich gefüllt. Ich habe jetzt aber auch zugesehen, dass ich jedes Set in eine Plate bekomme. Das war hier gar nicht so einfach mit 8 Stück. Deswegen sitzen die ersten 4. Und ja, erstmal werde ich daran noch nichts umbauen, weil wir müssen ja die ganzen Sets zu den Figuren noch bauen. Und wenn die dann vorgestellt werden, dann hole ich die Figuren ja wieder raus und packe die dann zu dem Set zum Vorstellen. Und danach werde ich dann hier so ein bisschen variieren, die durcheinander mischen und vielleicht auch ein bisschen umbauen. Ich habe im Stream heute bei der WSE, habe ich mir schon mal meine eigene Figur zusammengebastelt. Und zwar, ich habe ja häufig ein dunkelblaues Oberteil an. Und da habe ich mir dann von ihm hier, ich nehme es jetzt nochmal auseinander, das machen wir jetzt einfach mal kurz. Von ihm hier das Oberteil, einfach ein dunkelblauer Pulli. Dazu von ihr den Kopf, ohne Frisur natürlich, wegen Brille etc. Und die Hose habe ich genommen, jetzt muss ich gerade einmal gucken, von ihm hier. Wir nehmen sie einfach mal raus. Ich baue die gleich nochmal zusammen. Und dazu von dem, was übrig ist, jetzt muss ich mal kurz hintergreifen, ist nämlich meine Frisur auch dabei in meiner Farbe, nämlich in dunklem Rot. Die baue ich jetzt gerade nochmal zusammen und dann habt ihr meine Figur. Ja, da bin ich. Gut getroffen, würde ich sagen. Das ist, im Prinzip könnte das schon, upsala, könnte das schon meine Sigfix sein. Aber wenn ich dann mal welche mit Kiddies Figuren machen sollte, dann auf jeden Fall auch mit meinem Logo drauf. Aber das ist schon nicht schlecht. Aber man braucht dafür eine Menge Sets, um an diese Figuren zu kommen. Aber ich glaube, es sind nur Figurenpacks. Man kann das nur aus Figurenpacks bauen. Man braucht das Mix-It. Moment. Also das Mix-It brauchen wir. Das haben wir hier. Weil da ist halt der unifarbene Pulli drin. Den hat... Oh, habe ich den falsch angezogen? Nee, eigentlich nicht, oder? Doch. Normal hat sie den an. Ich habe den aber ihm gegeben und den Pulli hat sie an. Okay, den Fehler beheben wir gleich noch, weil da hinten sieht man, die hat eigentlich das dunkelblaue und da hat sie das hellblaue. Ja, gut. Das Set braucht man dafür. Dann braucht man dafür das City 1 Pack wegen dem Kopf. Und dann braucht man das City 2 müsste das sein. Genau, City 2 wegen seiner Hose. Und die Frisur, da bin ich jetzt gerade überfragt, aber ich glaube, die war auch hier drin. Oh, das ist jetzt nochmal gut zu wissen. Verdammt, das habe ich ja leider nicht gefilmt. In welchem war diese Frisur mit drin? Oh, da müsste ich Thorsten mal fragen. Das habe ich jetzt mir leider dann doch nicht mehr merken können. Aber, obwohl, ich habe ja die gefilmt, die einzelnen Sets. Doch, das lässt sich ja dann gleich rausfinden. Jedenfalls das Set, wo dieses Haarteil drin ist, brauchen wir dann natürlich auch. Und ich glaube, das war noch ein anderes. Ja, aber gut getroffen, würde ich sagen. Ja, das war's an dieser Stelle. Wie gesagt, Accessoires und so, das kommt noch. Erstmal jetzt grundlegend nach Sets sortiert, bis ich alle vorgestellt habe. Und wir sehen uns hoffentlich gesund und munter bei einem nächsten Video wieder. Baut rein!